Was zu falsch gesungen? Egal. Das kann man alles mit der Technik lösen. Das ist ja das Schöne in modernen Zeiten. Singst du falsch, sitzt der Toningenieur halt ein bisschen länger. Herzlich willkommen im legendären Eisbrecher-Studio im schönen Freising. Ich bin der Alex von Eisbrecher. Manchen vielleicht bekannt als der Checker von D-Max oder der Alex von Auto gebraucht. Mann, ich bin so viele Leute, ich weiß manchmal gar nicht mehr selbst, wer ich bin. Und wir arbeiten hier gerade an Album 5. Kommt im Februar 2012 raus. Tolles Studio hier, schönes Ambiente, ein bisschen orientalisch, Gebetsteppiche an der Wand, ein bisschen asiatisch, ja, ein asiatischer Laumteiler, würde der Chinese sagen. Und hier das Studio, so sieht das aus. High-End, Top-Spitzentechnik, George Lucas hätte seine Freude. Ja, ein bisschen sieht es hier wirklich aus wie auf dem Sternenzerstörer von Star Wars. Aber warum stehe ich hier und warum spreche ich zu euch? Ich habe eine großartige Botschaft zu verkünden. Am 2.10.2011 werde ich in Dingolfing sein, und zwar im Atrium Nightlife Center. Ja! Und ich werde dort auflegen. Ja! Und was werde ich auflegen? Natürlich Rockmusik. Rockmusik. Oldschool, neues Zeug, amerikanisches Zeug, englisches Zeug, hartes Zeug, nicht ganz so hartes Zeug, deutsche Musik. Französische ist ein bisschen, Spanisch wird auch dabei sein. Lasst euch überraschen, auf alle Fälle wird es schwarz, laut und heavy. Ich hoffe, ihr kommt alle vorbei. Es ist ein Sonntag, keine Angst. Montag ist Feiertag, können wir dann alle zusammen unseren Rausch ausschlafen. Also, fasst euch ein Herz, kommt vorbei am 2.10. nach Dingolfing ins Atrium. Ich freue mich. Und jetzt geht's weiter. Rock'n'Roll!